und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Project Cars mit mir Suicide Cat. Wir machen heute weiter im Rennkalender. Das letzte Mal hatten wir ja das Ford Mustang Event. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt springen wir in die Dubai Kart Masters Cup. Ja, wir nehmen auf jeden Fall am Training teil. 5 Minuten Training. Ja, ist okay. Machen wir. Dubai Autodrome Club. Länge 4,14 Kilometer, Kurven 11. Boah, ich bin mal gespannt, ob die kurze Zeit überhaupt reicht, um da eine Zeit aufzusetzen. Sonst müssen wir die Renndistanz vielleicht noch ein bisschen höher machen. Ich meine, ja, es ist nur das Training, da ist es jetzt egal, aber... Also, go, go, go! Na komm, lass mich raus. Los geht's auf die Rennstrecke. Ja, aber dieses Kart sieht doch schon ein wenig professioneller aus wie die Mini-Karts, was wir am Anfang hatten. Mal schauen, wie es von außen aussieht. Boah, da geht was. Da Gatterteig. Mal schauen, wie die sich fahren. Wahrscheinlich auch sehr aggressiv in der Lenkung. Ja, gerade die Lenkung ein bisschen ausprobiert. Deshalb bin ich rausgekommen, sollte jetzt aber nichts machen. Wow, und rausgerutscht. Boah, diese kleinen Karts, die rutschen ja sehr leicht. Aber die Strecke gefällt mir hier in Dubai. Ja, Strecke geschnitten, Rundenzeit ungültig. Du mich auch, die Rundenzeit existiert doch gar nicht. Ich bin in meiner Outlap. Ja, aber weil ich mir nicht sicher war wegen den 5 Minuten, die Zeit sollte auf jeden Fall reichen. Fürs Training auf jeden Fall. Boah, die Karts sind da gar nicht mal so langsam. Alter! Das Teil fährt halt genauso schnell wie der Ford Mustang. Krass. Ja, die gehen echt ab. Jetzt mal schauen, dass wir diesmal eine gültige Runde hinbekommen. Ah, zu spät gebremst. Nicht die Strecke schneiden. Sehr schön. Boah, aber der vor uns, der legt ja auch ganz schöne Zeiten hin. Da bin ich mal gespannt, auf was für eine Positionierung wir jetzt überhaupt kommen, nachdem wir da jetzt die Runde gefahren sind. Also unter die Top 5 würde ich schon gerne kommen. Vorzugsweise natürlich unter die Top 3. Wow, wir sind tatsächlich Erste geworden. Aber es ist ja jetzt bisher nur Trainingslauf. Da müssen wir mal schauen, ob wir das dann im Qualifying auch halten können. Aber wir kommen ran. Wir kommen ran. Autsch. Danke dafür. Erstmal einen Tackle mitgekriegt. Sehr schön. Schön überholt. Und jetzt schön Gas geben. Na los, komm, gib Gas. Wir wollen noch eine bessere Zeit. Will die schnellste Runde im Training fahren. Ich muss sagen, die Karts fahren sich doch gleich viel besser. Ja, also, da geht was. Wenn wir das gleich im Qualifying auch so machen, dann... sehe ich da eigentlich ganz gute Chancen für uns, Position 1 zu werden. Richtig chillig. Yeah, das läuft. War da sehr weit innen gewesen.
Aber das sollte uns nicht aufhalten. Wir schaffen es nochmal ein bisschen bessere Zeit rauszuholen. Na komm. Na, die Zeit ist grün, ist rot, ist grün, ist rot, ist grün, ist rot. Und wir haben... Boah. Eine Minute 214. Jetzt soll ich mal den Schwanz aus dem Mund nehmen, dann kann ich auch reden. Ja, jetzt in 10 Sekunden ist das Training eh vorbei. Ich glaube, im Training dürfen wir die Runde nicht zu Ende fahren. Aber wir haben auf jeden Fall ganz annehmbare Zeiten. Ja, wir dürfen nicht zu Ende fahren. Und wir sind 2 Sekunden vorne. Da würde ich doch sagen, direkt weiter zum Qualifying. Das Kunststück wiederholen wir und dann fetzen wir. Und jetzt go! Na komm, lass mich fahren. Jetzt hat. Rasen wir los. Jetzt im Qualifying gar nicht mal mehr so viel Zeit. Da müssen wir schauen, dass wir auf jeden Fall eine schnelle erste Runde hinbekommen, wenn wir dann in der ersten gezeiteten Runde sind. Gar nichts riskieren, direkt losgehen. Optimalerweise überholen wir den Kollegen vor uns noch, weil er wird uns auf jeden Fall ausbremsen. Jawohl, und vorbei. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Und jetzt Full Speed in die erste gewertete Runde. Jetzt zählt's, jetzt kommt's drauf an. Wir haben nicht arg viel Zeit. Wir können die Runde noch fahren und danach vielleicht nochmal eine. Also müssen wir jetzt echt Gas geben und hoffen, dass es was wird. Schön die erste Kurve genommen. Neue Bestzeit für Sektor 1. Das hört man doch gerne. Na komm, schaffen wir Sektor 2 auch so gut? Ah, ein bisschen früh auf der Bremse. Jetzt die Schlangenlinie. Sehr gut, nicht weggerutscht. Neue Bestzeit für Sektor 2. Wieder sehr eng in der Kurve gewesen. Na komm, da geht noch mehr. Nächste Runde holen wir nochmal ein bisschen was raus. Die Runde war jetzt nicht ganz perfekt. Aber wir sind eine neue schnellste Runde gefahren. Also auf jeden Fall haben wir uns unter den Top 5 qualifiziert, weil ich glaube nicht, dass die anderen so viel schneller sind. Ah, langsamer gewesen. Aber hier ist sehr gut um die Kurve rumgekommen. Die Schlangenlinie ist sehr gut gemeistert. Wow, da waren wir fast eine Sekunde vorne. Aber die Rundenzeit ist ungültig. Wir sind von der Strecke abgekommen. Schade, es sah echt gut aus. Wir hatten echt eine saugute Delta-Zeit. Aber nun gut, da wollte ich dann doch ein bisschen zu viel. Bisschen von der Strecke abgekommen. Und das war's dann mit der besten Rundenzeit. Aber eine Runde haben wir sogar noch. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir nochmal eine Runde haben. Aber mal schauen, vielleicht können wir hier auch nochmal ein bisschen was rausholen. Die Strecke gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich denke, da können wir auf jeden Fall ein bisschen Punkte machen. Sehr spät auf der Bremse und verbremst. Na gut. Qualifying zu Ende, letzte Runde und die Strecke geschnitten. Na gut, diese Runde war nichts mehr.
Aber wir sind aktuell auf Position 1 und ich denke, da wird sich auch nicht mehr viel dran rütteln lassen. Wir starten am morgigen Renntag auf jeden Fall ins Rennen auf Position 1. Und da bin ich richtig, richtig stolz drauf. Aber die Karts fahren sich auch echt super im Vergleich zu den Anfangskarts, die wir hatten, die kleinen. Erst die großen. Boah, aber jetzt am Ende war es doch nur ganz schön knapp. Die legen auf jeden Fall auch ordentliche Zeiten hin, ihr seht schon. Dann mal auf zum Sprintrennen. 30 Grad, Wettervorhersage Diesig. Ja, wir fahren in diesigem Wetter. Starten von P1. Am Start deutlich besser weggekommen wie die Konkurrenz. Das freut sehr schön. Aber die erste Kurve wird entscheiden. Wir fahren rein in die erste Kurve und sehr gut. Alter, seht ihr es, wie ich denn davon fahre? Ja, sehr nice. Wenn ich jetzt keine Fahrfehler mache, dann sollte das alles wirklich ein klarer Sieg für uns werden. Sagte er und fuhr einen Fahrfehler. Ja, wir sind trotzdem weit vorne, das Feld weit abgeschlagen. Das wird pure Dominanz für uns, pure Dominanz. Aber kann ja sein, dass nicht jede Strecke mir so gut liegt. Ich muss zugeben, diese Strecke bin ich einfach auch schon öfters gefahren. Ist ja klar, dass wir da dementsprechend dominieren. Weil man merkt es immer auf den Strecken, die ich noch nicht so oft gefahren bin oder einfach persönliche Hassstrecken von mir. Da fahre ich dann dementsprechend einfach auch schlechter. Und da freue ich mich dann auch schon über einen Platz unter den Top 10. Okay, hier ist ein Platz unter den Top 10 gar nicht schwer zu kriegen, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, das war eine komische Linie durch die Kurve. Boah, wir haben schon 5 Sekunden Abstand reingefahren. 6. 6 Sekunden Abstand. Leute, das wird Dominanz pur. Und karierte Flagge. Wir schießen ins Ziel. Position 1. Von Anfang bis Ende durchgehalten. Aber die Karts sind auch echt nice. Ich will nur kurz die erste Kurve in der Wiederholung sehen. Na komm, geh weg, Maus. Ja, diese Karts sind echt nice, Alter. Die beschleunigen auch richtig derb. Da erstmal richtig schön Reifendurchdreher gehabt. Wieder Reifendurchdreher. Ja, ich gehe halt Vollgas und volles Risiko. Und direkt schon in der ersten Kurve von allen weggezogen und dann die Dominanz gehalten, das ganze Rennen über. Na gut, das soll es aber auch gewesen sein mit der Wiederholung. Ich weiß ja, ihr schaut euch die Wiederholung sowieso nicht an. Ihr habt da keinen Bock drauf. Also weiter. Yes, wir haben unsere ersten 15 Punkte bei Torch Riders eingefahren. Und nach Runde 1, dem ersten Rennen, steht es nun 15 Punkte für uns. Geil. Und jetzt geht's weiter zum zweiten Rennen. Dubai Autodromo Club, zweites Rennen. Nice. Diesmal mit fliegendem Start. Aber das sollten wir auch dominieren. Ich meine, wir waren gerade echt gut auf der Strecke. Ja, und schon ziehen wir wieder einen davon. Ich komme einfach beim Start gefühlt einfach viel besser weg wie die. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe so das Gefühl, die Karts liegen mir einfach.
Und ihr seht schon, wir bauen unseren Vorsprung auf der Karte weiter aus. Das freut, jetzt sind wir schon 3 Sekunden vorne. 3,7 Sekunden. Jetzt in der Kurve gerade noch ein bisschen was rausgeholt. Ich muss ja sagen, wir haben alle dieselben Fahreigenschaften, dieselben Autos, dieselbe Leistung. Und da dann zu dominieren, da fühlt man sich dann natürlich übermäßig geil. Da ein bisschen die Kurve geschnitten, tut mir leid, war keine Absicht. Da ist sehr schön durchgekommen. Sehr schön durchgeschlängelt. Und wir sind schon wieder in einer sehr guten Zeit. Da sollten uns auf jeden Fall noch mal ein paar Punkte gegeben sein. Und karierte Flagge, ich sehe sie schon. Und wir sind im Ziel. Jawohl, ja. Sehr geil. Nochmal ein paar Punkte für uns. Nice. Schnellste Runde im Training mit 1 Minute. Boah, im Training sind wir voll abgegangen. Im Qualifying dann, naja, im ersten Rennen wieder voll abgegangen und im zweiten Rennen, Alter, 58,7. Kranker Scheiß, wir kriegen fürs zweite Rennen sogar noch 5 Bonuspunkte. Und dabei sind wir Dubai, damit sind wir Dubai Kart Master Cup, 1. Platz. Sehr nice mit 35 Punkten. Herzlichen Glückwunsch, Bronzeauszeichnung für den Sieg bei Dubai Kart Masters Cup. Verliehen. Jawohl. Und du hast eine Nachricht erhalten. Und wir haben sogar noch mal eine Nachricht erhalten. Dann schauen wir doch mal in den Posteingang. Also schauen wir mal. Torch Riders, du hast da draußen tolle Arbeit geleistet. Wir werden die Daten morgen analysieren. Aber nach dem zu urteilen, was ich gesehen habe, bist du ein paar schnelle Runden gefahren. Schau in mein Büro vorbei, dann können wir uns die Berichte ansehen. Yes. Dann hier, Red Raven Racing. Hi Simon, ich freue mich, Sie dazu einladen zu dürfen, beim Road Entry Club UK Cup als Fahrer unseres Teams Red Raven Racing anzutreten. Das Event beginnt am 9.11. Charlton, der ist unser Renningenieur und er wird sicherstellen, dass Ihr Wagen in Hochform für das Rennen ist. Hoffentlich sehen wir uns dort. Okay, und dann haben wir noch hier von BMW 1M Eifelwald Sprint Club. Guten Tag, Simon Suicide Cat. Wir würden Sie gerne dazu einladen, beim BMW 1M Eifelwald Sprint Cup im Namen von Jetdog teilzunehmen. Das Event beginnt am 17.01. und wir würden gerne Ihre speziellen Fähigkeiten und Ihre Kompetenz in dem Steuer als Vertreter unseres Teams sehen. Wir freuen uns darauf, Sie beim Rennen zu sehen. Adrian Boyston. Ja, dann werden wir doch mal schauen. Schauen wir mal in den Rennkalender, was steht als nächstes an? WMD Euro Track Day Trophy steht an. Ah, das war da, wo wir mit dem Audi A8 gefahren sind. Ich hoffe mal, diesmal werde ich nicht so durch den Acker ackern. Aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Die Folge ist schon lange genug. Jetzt hatten wir ein bisschen Kart Action. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.